Witam tutaj z Krakowa. Endlich ist der Startschuss gefallen. Wir sind hier in Krakau, hier auf dem schönen Marktplatz. Man sagt, es ist der größte Marktplatz in Europa. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Erzählt mir was kurz über euch. Also mein Name ist Jonas Lixenfeld. Ich komme aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wohne ziemlich am Bodensee unter. Mein Name ist Magdalena Hartmann, ich bin 20 Jahre alt, komme aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart und bin hier mit der Schönstadtjugend, mit der Schönstadtjugend deutschlandweit, und wir haben uns mit 220 Jugendlichen auf der Welt hierher gemacht. Sag mir mal, was bedeutet für euch, barmherzig zu sein? Ja, spontan. Also anderen helfen, gütig, einfach nur nett sein. Ich denke, das reicht auch schon aus, zum Zeiger, ja, man ist barmherzig. Und im Alltag? Im Alltag? Ja, im Alltag wäre das auch ein netter Umgang mit den Mitmenschen oder so. Ich denke, barmherzig, das ist so echt ein riesiger Begriff. Da kann man ziemlich viel reinpacken. Ja, und was bedeutet Barmherzigkeit also für dich? Ich denke, was Jonas gerade auch gemeint hat, auf Augenhöhe begegnen unsere Mitmenschen. Ich denke, jeder hat Situationen im Alltag, wo man sich schwer tut. Auch mit anderen Mitmenschen, weil man vielleicht andere Ansichten vertritt. Da einfach doch nochmal die andere versuche zu verstehen. Und ich denke auch, die Entscheidungen beispielsweise barmherzig zu fällen, nicht nur gerecht. Jeder von uns sagt, ich fälle gerechte Entscheidungen. Manchmal braucht es aber auch Herz dazu. Und genau das, denke ich, steckt hinter der Barmherzigkeit, dass man nicht nur immer alles am Kopf entscheidet beispielsweise, sondern auch mal das Herz mit dazu einstellt. Man sagt jetzt auch viele, es sind viele, auch viele Jugendliche nicht nach Krakau gekommen, weil sie auch eventuell Angst haben vor den Anschlägen oder einfach vor der generellen Unruhen, die jetzt in der Welt herrschen. Habt ihr solche Bedenken? Wie fühlt ihr euch jetzt? Also ich habe überhaupt keine Bedenken. Der Glaube geht hier über alles und die Freude überwiegt hier eindeutig. Also die Angst ist ganz klein kalt. Angst ist klein, ja. Und bei dir? Ich denke, die Sicherheitsmaßnahmen, die mir hier wirklich sehr erdürftet sind, wirklich gut. Ich habe mir im Voraus natürlich auch Sorge gemacht. Aber ich darf jetzt wirklich voller Hoffnung darauf vertrauen, dass nichts passieren wird. In der Hoffnung sind wir zumindest. Ich denke, der Glaube verbindet uns auf der Ebene auf jeden Fall. Und ich denke, mir dürft hier mit dem Weltjugendtag wirklich ein Zeichen gegen Terror und gegen die Gewalt setzen. Und wann gibt es sonst eine Möglichkeit, mit so vielen Jugendlichen zu zeigen, dass man auch friedlich miteinander leben kann? Wie habt ihr das Land bis jetzt einfach so empfunden? Wie wurdet ihr empfangen? Ja, also es war einfach nur rührend. Also wie ich schon vorher gesagt habe, man war einfach nur platt, weil natürlich, man hat diese Vorurteile von Polen und deshalb war es auch erstmal komisch, wo es geheißen hat, Weltjugendtag in Polen. Ja, aber es ist komplett das Gegenteil. Die Menschen hier sind sowas von offen. Und das mit diesem Wodka, also in meiner Gastfamilie hat man tatsächlich abends dann nur einen kleinen Trunk oder so. Aber es ist nicht... Du auch? Ja klar, man muss es ja schon mal... Und die tun dann auch oft selber brennen und so, das ist natürlich... Schon stark, aber ich denke, jede Kultur hat so das eigene, was ihn ausmacht. Und ich bin einfach nur positiv überrascht und es ist ein geiles Land. Ja, und welche Erfahrungen hast du jetzt mit Polen jetzt wahrgenommen? Also die Vorurteile, kann ich ehrlich sagen, klar, die gibt es immer. Ich denke auch oft auf ironischer oder sarkastischer Ebene, nicht ernst gemeint. Aber ich habe alles andere als das erlebt. Ich durfte wirklich offene Herzen, Menschen, die voller Gastfreundschaft da waren, für einen... Das durfte ich erleben und ich habe einfach gemerkt, wie faszinierend es ist, wenn die Menschen eigentlich hier, also so wie ich es wahrnehmen durfte, doch weniger Wohlstand haben wie mir in Deutschland, aber trotzdem alles geben. Und das fand ich wirklich faszinierend zu sehen, dass Menschen mehr geben, als sie eigentlich haben. Und davon dürfen wir wirklich nochmal was lernen. Und ich denke, das ist so die Barmherzigkeit wirklich im Alltag. Und allein das erleben zu dürfen, gibt uns wieder Kraft für den Alltag daheim. Was habt ihr jetzt so bis jetzt so gelernt, sprachtechnisch? Ihr seid ja das Sprachrohr der Jugend. Was habt ihr denn so jetzt gelernt hier an den polnischen Vokabeln? Mal ein Beispiel. Einfach spontan. Komm mal ein bisschen näher. Beispielsweise Dziękuję, das steht für Danke. Mhm. Haben wir uns überlegt, wie können wir es uns merken? Eine Gin Tonic trinkende Kuh, naja. Und dann kam darauf Gin von Gin Tonic. Ja. Gin Tonic trinkende Kuh für Kuh und naja, das Ja hinterher. Oder für Nastrowie, ein bisschen härter. Also ich merke schon, der Weltjugendtag, ja, hier du trinkst Wodka, Gin Tonic. Und wo, ja, aber Zeit für Gebet bleibt auch, oder? Auf jeden Fall. Ja, das müsst ihr jetzt sagen. Aber gut, was hast du noch gelernt an Vokabeln? Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, das war's. Ansonsten sind wir dabei, jeden Tag ein neues Wort dazuzulernen. Sag mir einfach mal so drei Dinge jetzt, die ihr irgendwie mit dem Weltjugendtag
Krakau überhaupt verbindet? Also auf jeden Fall die Glaubensvielfalt wird von uns gestärkt. Wir sind eine internationale Vielfalt an Gläubige, an Jugendliche, die wirklich eine positive Zukunft und eine gut funktionierende Gesellschaft glauben. Und genauso die Vigil, denke ich, wird für uns alle nochmal verbindend sein, hier ganz konkret vor Ort. Und Papst Franziskus wird hoffentlich noch weitere Jahre voll uns als Jugendliche stärken, dafür auf die Art und Weise, wie er es im Moment tut. Was erwartest du vom Weltjugendtag, deine drei Top-Highlights? Top-Katechesen, eine Top-Vigil. Was kam noch? Dieser deutsche Pilgerabend, der Austausch zwischen zwischen jugendlichen Polen und jugendlichen Deutschen. Ich hoffe, das wird noch einiges bringen. Und natürlich sehr schön wäre auch ein Selfie mit dem Papst. Oh, ja. Ja. Das Selfie, wenn es nicht mit dem Papst klappt, aber ihr könnt gerne eins mit mir machen. Ja?